Wegen einer Hähnchengroßschlachterei in Ahlhorn, Gemeinde Großenkneten im Landkreis Oldenburg, demonstrierten Bürger und Interessenvertreter aus nahezu ganz Niedersachsen. Von Veranstalterseite, dem Bündnis Mut, wurde von 600 Demonstrationsteilnehmern gesprochen. Die Polizei bezifferte die Demonstrantenanzahl allerdings nur mit 400. Gesandt wurde es, als Beschäftigte der Firma Kreinkamp mit Firmenchef Walter Kreinborg zur Gegendemo eintrafen. Sie demonstrierten für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für den Standort Ahlhorn. Die Polizei trennte die beiden Lager. Von Veranstalterseite wurde Anzeige erstattet. Nach dem Demonstrationsmarsch stellten die Gegner der Großschlachterei in einer Kundgebung ihre Vorstellungen und Argumente vor.